Timo Lippuner, erste Punktgewinn, erste Satzgewinn an dieser Europameisterschaft, schlussendlich knapp verloren. Wie fühlt sich das an? Ja, natürlich ist am Schluss, nach so einem Fünfsetzer, ist natürlich der Frust oder die Enttäuschung da, das ist ganz klar. Wenn man es ein bisschen trocken analysiert, dann muss man sagen, wir haben gameplanmässig gut gespielt, den ersten Satz, haben den 17. komplett zum Spiel ausgenommen, haben auch den zweiten Satz gut gespielt und das Momentum wird im dritten Satz gekehrt, also Ende dritten Satz müssen wir halt dann machen. Das heisst, pragmatisch gesehen muss man einfach sagen, hat die Moral gestimmt, aber das Volleyball ganz am Schluss nicht, weil kleine individuelle Fehler den Unterschied gemacht haben. Und wenn das Momentum mal gewechselt hat, ist es wahnsinnig schwierig gegen das starke Spanien. Und was mich gefreut hat, zweimal ist Satz 4 und 5 ein grosser Rückstand wieder wettgemacht, aber das braucht halt viel Energie. Und so weit sind wir noch nicht, dass wir dort noch einmal drüber gehen können. Aber insgesamt natürlich, wenn man es auf Papier anschaut, können wir zufrieden sein, Vorbereitung geklappt, wir sind besser in die Matchen gestartet als gegen Slowakei. Es hat einfach noch nicht ganz gelangt, nach dem Schritt auch die Tür durchzugehen. Der Schritt fehlt noch. Was fehlt konkret dem jungen Team noch, um so ein Spiel zu gewinnen, um schlussendlich ein Spanien zu schlagen? Also ich denke, es ist halt auch ein bisschen Qualität. Also wir haben natürlich etwa die dann in einfachen Situationen Qualität vermissen, sei es am Pass, sei es in der Verteidigung oder halt mal in der Annahme. Das heisst, dort muss halt dann alles stimmen. Und das braucht halt auch eine gewisse Ruhe, eine gewisse Konzentration. Und wir haben häufig in so einer engen Phase einfach mindestens eine Spielerin, die den Faden verliert. Und das ist einerseits eine Erfahrungssache, ganz klar. Andererseits auch eine Situation, um das Lernen damit umzugehen. Und das haben wir jetzt nicht konsequent durchgeschafft, oder? Und wenn natürlich auf diesem knappen Spielstand ist halt genau eine vielleicht entscheidend. Und das müssen wir schaffen, damit wir die besser kompensieren können. Oder halt eben auch, dass wir die Ruhe bewahren, für die einfachen Bälle gut zu spielen. Das ist uns unter Druck nicht immer gelungen heute. Aber insgesamt eben haben wir uns wenigstens so weit gebracht. Und das ist sicher mal ein wichtiger Schritt gewesen. Wie wichtig sind so Erfahrungen wie heute für die Entwicklung von diesen Spielerinnen? Ich glaube, der Match jetzt gegen Russland und der Match von heute sind die zwei, die Mannschaft am meisten weiterbringen. Die Niederlage von heute, weil wir auch gesehen haben, wir können mithalten und am Schluss haben wir das Spiel in der Hand. Und der Match gegen Russland, wo man viel davon lernen kann. Und wenn einzelne Spielerinnen unser Spiel auf die Schulter klopfen und sagen, gute Leistung war, und das gehört man von einer Weltmeisterin oder Europameisterin und so weiter, das sind Sachen, die einen natürlich motivieren. Also, heute hat das Team sicher einen riesigen Schritt gemacht für die Weiterentwicklung. Und ich glaube auch, das macht einfach heiß für mich. Und ich glaube, das ist unsere Hauptmission. Dass wir wirklich hier heiß werden für mich, dass die Mannschaft jeden Match noch einmal, den letzten Match, noch reingeht mit Vollgas und dann nach Hause geht und sagt, hey, wir sind einen riesigen Schritt weitergekommen, jetzt müssen wir den nächsten Schritt machen. Du hast es angetönt, jetzt noch ein Spiel gegen Weißrussland als letztes Spiel von dieser Gruppenphase. Was ist das Ziel von dem Match? Also ist klar, wir haben nach wie vor, glaube ich, eine Chance, einen Match heimzubringen. Es ist klar, wir haben schwierige Gegner, aber wir werden auch gut vorbereiten, werden noch einmal alles reinwerfen. Das ist klar, auch wenn es für uns rechter ist, jetzt eigentlich keine Chance mehr gibt, ist klar, dass wir noch ein Erfolgserlebnis mehr holen wollen. Nach zwei Sätzen heute haben wir Hunger auf mehr. Und wir werden alles reinwerfen und schauen, weil Weißrussland hat auch Drucksituation. Es kommt jetzt schon ein bisschen extrem darauf an, was heute oben und morgen läuft, dass die allenfalls noch Chance haben, vielleicht auch nicht. Aber insgesamt werden wir sicher noch einmal alles reinwerfen und alles auf Sieg spielen. Danke vielmals.